Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part und des Rollenspiel-Let's Plays von Skyrim Anniversary Edition. Wir sind ja schon ziemlich gut in Beschwörung geworden, haben ein paar nette Kämpfe im letzten Part gehabt, unter anderem einen Orc-Magier, der mega stark war. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so einer auftaucht und uns ja, besiegt sogar. Heftig gewesen. Aber wir haben es beim zweiten Mal dann geschafft. Jo. Und jetzt bin ich mit Sven natürlich. Hallo Sven. Ja, freust du dich? Hey, ja. Auf dem Weg nach Falkenring. Wir wollen nämlich ein Haus uns anschaffen. So ein Haus wirklich auch bauen und so weiter. Und da freue ich mich ja natürlich riesig drauf. Während dem Bau werden wir auch noch nach Riften gehen. Ja, dort ist scheinbar die Mara. Kapelle. Und da kann man auch noch eine Frau kriegen, also heiraten. Und darauf freue ich mich riesig. Also, jo. Ich mag es, wenn ich wirklich auch mega etwas fürs Rollenspiel machen kann. Weil jetzt Kai manchmal echt ein bisschen kurios ist, das Rollenspiel auch ein bisschen ablenkt. Aber so ist es halt. Es ist jetzt nicht gerade so optimal gemacht. Kennt wahrscheinlich die Probleme auch. Die Bethesda hatte. Okay, Skiver. Riesenratten. Wie kann ein Blitzzauber so eine mega Wucht entwickeln? Wo bist du? Du bist doch in die Richtung geflogen. Wo bist du? Noch weiter geflogen. So, ein Rätsel. Finde den Skiver. Dann werden wir ihn nie mehr finden. Er ist nicht hier. Er ist in die andere Richtung geflogen. Okay. Ja, zu Lowlier liegt, dann kriegen sie zu viel Physik Engine ab und dann fliegen sie 20, 30 Meter. Ist jetzt nicht so gut. Hier ist er auch nirgends. Hallo, Skiver. Ich finde auch immer wieder cool, wie die Gegner einfach irgendwie so auftauchen. Die müssten mega Sichtweite haben, damit sie uns ohne, einfach angreifen können. Okay, ich finde den nicht mehr. Und der Feuer danach wurde wieder nicht beschworen. Dankeschön. Man muss immer viel genügend Platz haben. Also Falkenring ist irgendwo hinter diesem Gebirge. Okay. Da haben wir eine Höhle. Nördlicher Bruchbeinpass, okay. Ja. Oh, sieht das cool aus. Richtig schön. So ein Nebel. Okay, hier haben wir ein Gefängnis. Wer ist denn das? Das Böse? Der heiligen Banditen, okay. Nein, die sind auch stark. Hilfe. Ach, Sven. Seid ihr zum Sterben bereit? Wie stark die sind. Die killen einfach die Feuer danach und so fort. Ach, Mist. Der wurde auch wieder beschworen, sehr gut. Also einen können wir besiegen. Der andere lebt noch. Ich bringe euch um, wenn ich es muss.
Okay. Leider sind manchmal echt die. Okay. Gegner viel zu stark. Nein. Ja, dann mach Hackfleisch aus mir, aber lass mich bitte kurz. Der hat mich getroffen. Noch eine? Oh, wie stark die sind. Ja, gut, jetzt haben wir ein Problem. Wo ist der Bogenschütze hin? Ah, ja. Nein! Mist, wir sind schwer verletzt. Wenn man einfach heilt, denke ich auch besser. Ja, ich muss sie auf die Kurzwahltaste Favoriten machen. Aber die ersten, ja. Da haben wir 19. Geht es nicht auf die Favoriten? Okay. Kann Tränke echt nicht auf die Favoriten tun? Ah, doch so. Okay. Sowas. Okay, da haben wir den Bogenschützen. Der trifft aber irgendwie nicht. Boah, doch. Ich muss mich kurz verdrücken. Ich habe wenig Leben. Also nochmals Favoriten aufmachen. Wir können noch heilen, aber ich möchte lieber kurz die Zauber noch haben. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ja, aber töte den bitte zuerst. Hat nur noch Low Life, komm schon. Oh. Mit einem bisschen Ding, okay. Notizen zum Schmied. Ja, also das Spiel überrascht mich immer wieder mit ja, sehr schweren Gegnern. Heilige und Verführer. Schmied der goldenen Heiligen. Ist das wahrscheinlich auch wieder so ein ja, Content, der mit dem Ding reinkam. Mit dem Anniversary Edition Pack. Ist natürlich nicht so toll. Ich habe genug von euch. Von mir hast du noch nicht genug. Er ist tot. Der Theaternach ist noch gestorben. Oh. War das ein schwerer Kampf. Ich hoffe, wir haben alle. Jetzt haben wir aber Sven gerade nicht. Kurz ein paar Sachen abgeben. Ich glaube, er ist leider auch schon voll. Ja, ja, das muss wirklich Content sein von diesen Creator Updates. So ein Mist. Alocasia Frucht, okay. Leider im Vieh zu schwer. Amulett von Stendar, das Block mit einem Shade, okay. Jo, die anderen Sachen nehme ich immer nicht mit. Komm bitte, erlöse mich. Ich gebe euch Deckung. Oh, ich bin viel zu. Was soll ich nehmen? Ja. Schwer bepackt. Hast du noch Platz? Es steht nicht, wie viel Platz du hast. Das sind diese goldenen Sachen. Da, auf jeden Fall mal das nehmen. Und Stahlschild. Das sind die anderen, ich habe mehr mitgenommen. Okay, Anessa hat uns einen silbernen Ring gegeben. Ja, da haben wir noch goldene Heiligen, okay. Der ist ja ganz verwöhnt. Okay, und dann noch Waffen scheinbar. Ja, goldene Bogen, goldene Dolch, goldene Schwert. So, gut, vor, die anderen Sachen nehme ich nicht mit, wenn sie vielleicht wert sind. Ja gut, sie wiegen nicht so viel.
Können wir noch mitnehmen. Ah, da haben wir noch eine verzaubert, oder? Ist das verzaubert? Nein. Ist ein anderes Haus. Sollte so ein bisschen einen gelben Schimmer haben. Wollten einen Schimmer. Hier haben wir noch einmal einen Bandit. Okay. Nordmaid, rote Setan-Gasblase. Ja, das Gold nicht. Ja, okay. Wir müssen ja Cage verdienen. Okay, da ist der Bandit. Und dann haben wir hier noch irgendwie, weiß nicht, was das wäre, aber können wir anschauen. Ah, mit einem Streitkolben, genau. Dietrich, Gold und Schuhe. Boah, komm mal wieder zu mir. Kannst du noch etwas tragen, bitte? Ich bin direkt hinter euch. Kann doch nicht sein, dass die so mega schwere Rüstungen haben. Die waren sehr, sehr schwer. Gut, mit ein bisschen Taktik konnten wir die besiegen. Nein, eben nicht. Die Steuerung ist auch... So, okay. Waffen. Goldene Streitkolben, goldene Schwert. Okay, die sind jetzt grau, also jetzt kann er wahrscheinlich nichts mehr tragen. Ja, müssen sie zurück zu Falkenring, zu Eislauf gehen. Ich habe irgendwas, was ich nicht rein wollte, reingetan zu ihm. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das war. Nichts Wichtiges. Also etwas, was ich doch reinmachen wollte. Okay, dann waren das alle, hoffentlich. Man weiß nie, wo die Beschwörungen die Gegner töten. Sieht sie halt kaum im hohen Gras. Okay, da ist auch nichts. Ja gut. Ich hoffe, das waren alle. Es waren ungefähr 4. Vielleicht waren es auch 5, aber... Was man nicht findet, das findet man nicht. Also man sucht gründlich, aber darauf habe ich keine Lust. Also Sven, jetzt hoffentlich bist du ein bisschen stärker durch diese Rüstungen. Wir haben halt nicht alles für dich. Du hast immer noch Leder, Pelz oder was das ist. Weinflasche. Notiz über wahnsinnige Elytra-Nymphe. Wir haben einen Käufer für die seltsame Kreatur gefunden, die wir den ganzen Weg von einem Ort hierher transportiert haben, den ich lieber nicht nennen möchte. Es wurde aber auch Zeit, da mich ihre zwitschernden Geräusche der Nacht, Nächten keinen Schlaf finden lassen. Nur noch ein paar Tage sollte sich der Verkauf lohnen, müssen wir noch mehr von diesen Dingen besorgen. Okay. Die haben scheinbar irgendwas mitgenommen. Die ist aber tot, das ist, lebt die noch? Käfigschlüssel. Rüstung der goldenen Heiligen. Okay, jetzt haben wir wirklich zu viel Gepäck. Vielleicht nehmen wir, lagen wir etwas in dieser Truhe. Aber er bekommt ich zuerst direkt hinter euch. Diese Sachen über. Was soll ich nehmen? Er ist jetzt der goldene Sven. Okay, gut, dann suchen wir wieder mal diese Sachen. Ja, Stiefel, also wir können die Sachen nicht ihm geben. Dann müssen wir ein paar Sachen annehmen. Stahlschild brauchst du zum Beispiel nicht. Okay, das Schild kann ich auch mal annehmen kurz. Bekleidung, dafür bekommst du diese Sachen. Die Rüstung? Nein, die Rüstung. Ich will immer E drücken und rüste das selber aus. Das ist so doof gemacht. Ja, und wo haben wir die andere? Die Hose oder so etwas? Stiefel, genau. Okay, jetzt kann er nichts mehr annehmen. Also wir müssen einfach das mal hier bunkern.
Die zwei Schilde und so weiter, die werden nicht so schnell weggehen. Oder wir könnten auch zur Farm gehen. Die ist, glaube ich, in der Nähe. Gehen wir kurz zur Farm. Okay, was ist noch? Verbindeter Eisenschild. Jetzt können wir wieder laufen. Jetzt rüsten wir uns aber zuerst noch aus. Wir haben ja da ein paar Sachen angekleidet und deshalb haben wir genau kaiserliche leichte Stiefmage, Rucksack, Mönchsrobe, Totenbeschwörerrobe. Haben wir nicht irgendwie etwas, eigentlich Wiederherstellung? Nein, nicht Wiederherstellung. Beides gleich. Zerstörungszauber. Also dann, den hier. Steigert Magiker. Oder hier irgendwie Beschwörung. Nein, gibt's keinen. Den Eisenhelm möchte ich nicht tragen. Das Amulett können wir ja mal tragen. Okay. Ausgerüstet sind wir wieder. Einen Zauberstab kann ich ja tragen. Nein. Geht nicht, oder? Zauber verwenden mit Zauberstab. Ja gut, wir können es ja mal versuchen. Nehmen wir den Stab der Funken. Die anderen sind mir ein bisschen zu unheimlich. Also wir könnten jetzt mit linker Hand noch etwas. Das wären wir rechte Hand. Okay. Befreie die Elytra-Nymphe. Wahnsinnige Elytra-Nymphe. Ein Käfer haben dich die Banditen eingesperrt? Ah, okay. Möchtest du mich begleiten? Ich kann dich nicht einfach hier zurücklassen. Du kannst mir folgen. Auch so nett, dich als Haustier zu haben. Was meinst du? Ich will einfach ein Haustier haben, aber ich will sie nicht mitnehmen. Okay, in Ordnung, lass uns gehen. Haustier transportieren, wahnsinnige Elytra. Sammeln wir etwas Gift? Grunz. Hä? Du musst etwas für mich tragen. Krummel. Also, was können wir? Einen Käfer können wir, genau, die zwei Schilde. Dann ist das ein Schildkäfer. Ein Doppelschildkäfer. Komm mal zu mir, bitte. Wo bist du hin? Da. Wahnsinnige Elytra-Nymphe. Das hätte für mich tragen. Grummel. Was ist das für ein Mob? Nein, ich will nicht immer. Eieiei. Ich muss mich so gewöhnen an die Q-Taste. Stahlschild kann er schon nicht mehr tragen. Ja gut, wenigstens können wir jetzt laufen. Also machen wir das einfach so. Wir benutzen keinen Stab. Einfach Funken und Reator nach. So. Gut, kommt ihr mit? Ja, ein bisschen beklemmt. Gut, also wo war unser Bauernhof? Ihr da, Reisender! Hier drüben! Hier drüben! Ja. So viel das erledigt. Aha, okay, das sind Banditen. Das sind Vampire. Okay. Nicht schon wieder Banditen. Den Fluch liegen. War ja mega easy.
Ey, die Leute haben das einfach, haben sie einfach hier liegen gelassen. Sonst wäre ich vielleicht sogar noch reingefallen, aber ja. Wie sich einfach der Zufall es so will. Okay, jetzt habe ich natürlich schon wieder zu viel Inventar. Hallo Sven. Komm mal endlich zu mir. Also wir müssen unbedingt ein paar Sachen, zum Beispiel die Stäbe auch und so weiter. Dann rüber. Aber es passiert so viel, ey. Das ist Wahnsinn. Wir haben zwei Gewicht. Das hat dann... Okay, dann nehmt doch den Eisenhelm schon mal. Ah, kann er nicht mehr. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt muss ich irgendwas rauswerfen. Oje, oje, oje. Irgendwas Schweres, Sonstiges vielleicht, irgendwas? Eine Flöte ist doch nicht schwer. Zweigewicht. Okay, Wolfspelz könnte ich mal hinwerfen. Das wird man auch wieder sehen. Sieht man das? Die hole ich dann einfach wieder. Ja, dann sieht es schon relativ gut. Nein, nehme ich nicht mit, natürlich. Die wurden auch von Wölfen noch angegriffen, scheinbar. Oh, die hatten ja mega schlechte Tage. Und wo ist er denn hin? Wo ist der hingeflogen, der andere? Die fliegen immer so weit. Also da ist jemand. Den haben wir gelootet, oder? Oder den haben wir noch nicht gelootet, okay. Oder sie. Ja. Und die andere war... Okay. Hier. Ja, es sind zwei junge Vampirinnen. Komisch, die hatten irgendwie eine Männerstimme. Waren wir denn hier auch schon? Ich glaube, hier waren wir auch schon, oder? Ich will jetzt nicht noch mehr Loot. Da geht irgendwie etwas auf. Hier scheinbar. Okay, ein Schatz. Das müssen wir merken hier. Können wir das Rätsel vielleicht lösen? Ist es irgendwo beschriftet? Wie so ein Rätsel geht? Okay. Unheimlich. Es ist leider jetzt gerade Nacht, ich sehe jetzt irgendwie keine Hinweise. Okay, das merken wir mal vor. Keine Ahnung, wie man das löst. Also, was man genau machen muss. Scheinbar an diesen Teilen hier. Aktivieren. Ah, die kann man drehen, okay. Ist denn hier irgendwo ein Hinweis? Nur so Kringel. Also scheinbar gibt es keinen Hinweis. Was ist, wenn wir falsch liegen? Passiert dann was? Ah, hier oben. Das ist der Fisch. Der muss wahrscheinlich in die Richtung gehen. Wo haben wir denn noch eine Säule da hinten? Okay, der hat aber keinen Hinweis. Ah, hier. Eine Schlange. Auch in die Richtung, oder? So. Und dann haben wir noch den mittleren und der ist hoch gekennzeichnet. Da, ein Adler. So, und jetzt aktivieren. Oder ich speichere mal kurz. Aktivieren. Und jetzt ist es aufgegangen. Okay. Wunderbar, aber wir können jetzt nicht viel mitnehmen.
Ein Stahlschild, ein hypothetischer Vorrat. Gold 22. Okay. Hat sich das gelohnt? Vielleicht schon ein bisschen. Hypothetischer Vorrat. Und auch ein anderes Buch müssen wir noch lesen oder eine Notiz. Herzfeuer? Okay, haben wir schon scheinbar gelesen. Das kostet 55, sind meistens die Sachen. Ich kann jetzt gerade momentan nicht auswählen. Jetzt. Brief. Ja, dann, das haben wir schon mal gelesen. Ja, bitte nicht bangen. Okay. Auch sehen. Ein hypothetischer Vorrat hier. Zerstörung. Okay, und fast ein Level up. So. Gästebuch des Schmugglers. Hieß das Geschäftsbuch des Schmugglers. Finde die Totenbeschwörer im Bruchbeinpass. Posten. Ein Dutzend Flaschen Skoma. Geliefert an Delvin Mallory in Riften. Schmugglergebühr. 50 Septime und ein Gefallen. Da ich Delvin kenne, ist es dieser Rabatt wert, zumindest diesmal. Posten. Stab von Hasadoki. Salz der Leere, Seelensteine, Knochenmehl. Geliefert an Ivara von Menwelt und Dushakra Rakdam Bruchbeinpass. Schmugglergebühr. Vorerst nur Gold und Edelsteine. Es war schwierig, einige der Posten auf den Liste hineinzuschmuggeln. Aber die Zombie-Liebhaber waren zufrieden. Sie wollen versuchen, ein Portal zu etwas zu öffnen, das sich Seelengrab nennt. Falls es dort Beute gibt, wäre es vielleicht eine gute Idee, dafür Käufer zu finden. Posten Gehstoch. Buch. Geliefert an Banditen Weißflusswacht. Schmugglergebühr. Haiwa hat mit einem Dolch und Bauernkleidung bezahlt, auf der sich noch Blut befand. Der Gehstocher war um einiges zu kurz, aber das geschieht dem Missgeld recht, dass er nicht ins Gold bezahlt hat. Ich habe ihm gesagt, dass er lernen muss, mit offenen Augen zu kämpfen, wenn er eine bessere Leistung haben will. Okay, da wurde angegriffen. Ich will noch kurz schauen, dieser Bruchbeinpass war ja hier. Ob ich da schon bald reingehen soll? Wir leben ja schnell, also geht das direkt echt dann mal los mit den Dungeons. Weil die haben dann einfach auch lohnenswertere Loot und so Sachen. Handelsnotizen. Die neue Quelle hat sich als wahrer Segen erwiesen. Skoma, Gift, schwarzer Seelenstein. Alles, was Herz begehrt. Was das Herz begehrt. Wir haben Zugang zu einer großen Auswahl an Waren und einer noch größeren Auswahl an Kunden. Da fällt mir ein, dass jemand Ashkari sagen muss, wohin sie sich ihre Flaschen mit gezuckten Katzenpisse stecken kann. Wir sind fertig. Unterdessen füllen wir unsere Truhen schneller, als wir sie leeren können. Wir trinken Tag und Nacht und haben noch nicht mal die Hälfte des Goldes von diesem Morgenauftrag gebracht. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Oh, sorry. War schon ein bisschen älter. Heilig und Verführer. Ne, aber es geht wieder nicht. Ich muss unbedingt den Sky UI installieren können. Sorry, aber es ist doof, dass dieses neue Add-on, also diese Anniversary Edition, so schlecht gemoddet wird. Kopfgeld Grenzen, Krieger. Haben wir auch schon angeschaut. Ja, ist richtig verbuggt. Das ganze Menü. Mann, Leute, macht doch mal etwas, wenn ihr ein Spiel entwickelt. Ich meine, einfach sind Spieleentwickler und nicht einfach ein unfertiges Spiel entwickeln. Finde ihr oft ins Notizen zum Schmied, denn von goldener und dunkler Ausrüstung. Unser Schmied Joften hat den Verstand verloren. Meistens redet er nur wie das Zeug. Es begann vor 3 Tagen. Jetzt fasst er
nicht mal mehr seinen Hammer an. Wir wollten ihm seine Vernunft einreden, aber er nimmt uns nicht mal mehr wahr. Er hatte die Technik festgehalten mit dem Mann, unseren goldenen Waffen und Rüstungen und die der Verführerinnen schmiedet. Aber hat keine Menschenseele verraten, wo er die erlehnten Notizen versteckt hat. Hätten wir nicht Hoffnung, dass er wieder zu sich kommt, hätten wir ihn schon einen Kopf kürzer gemacht. In letzter Zeit brabbelte er wie ein Kind davon, unter der Brücke zu spähen. Da habe ich immer mein Spielzeug versteckt, meinte er. Ich weiß, dass eine Sippe in der Gegend um Halbmondmühle lebte. Vielleicht sollten wir sich da ein paar Leute mal ansehen. Eine Brücke bei der Halbmondmühle. Und wo ist die Halbmondmühle? Die muss auch irgendwo in der Nähe sein. Eine Mühle. Auf die werden wir noch finden. Weil sonst habe ich eigentlich hier nichts mehr. Hier? Keine Halbmondmühle. Die müsste eigentlich irgendwo im Wald sein. Hier unten gibt es doch Wald. Sie wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Ja, dann ist hier bald wieder fertig. Also hier, bis hier geht er bald. Da werden wir sicher irgendwann mal vorbeikommen. Keine Ahnung, wo sonst noch eine Mühle sein soll. Außer im Wald. So, haben wir jetzt eigentlich alles fertig? Wir haben noch ein paar Bücher. Tagebuch des Totenbeschwörers. Das haben wir auch gelesen. Und übersprungen. Heiliges Banditenangriff. Lies das Tagebuch des heiligen Banditenanführers. Finde Kindtals heilige Banditenlager. Okay, das werde ich jetzt mal ein bisschen überspringen. Das ist jetzt gerade ein bisschen too much. Ich kann aber jetzt gerade nichts drücken. Oder ist es einfach ein Buch? Eine Seite. Leicht verdientes Geld. Ich bin stolz darauf, einen Heiligen zu sein. Alle paar Tage kommt Rissat des Weges und wir bedienen uns an seinen Waren. Wir nennen ihm aber nicht alles. Wenn er nicht mehr zu verkaufen hat, muss er sein Geschäft aufgeben. Wo bleiben dann wir? Wir schöpfen jedes Mal nur ein bisschen ab. Kintal sollte mit unserem letzten Ausbeute zufrieden sein. Er bricht bald in seinem Lager beim Kartwasten auf, um zu uns zu stoßen. Diese verdammten Verführerin-Banditen haben unseren Profit geschmälert, bis wir sie Richtung Norden getrieben haben. Dort gibt es andere Händler, also bleiben sie dort hoffentlich. Okay. Also Kartwasten. Wo ist der Kartwasten? Keine Ahnung. So viele Namen und mir sagen sie einfach noch nichts. Ja, müssen wir noch ein bisschen warten. Okay, dann gehen wir da natürlich kurz im Lagerschlafbaum. Das ist zerleuchteter Baum. Okay, da müssen wir leider ein bisschen um das Lager herum von den Riesen. Gut, sind die wenigstens nicht so bemerklich. Die bemerken schon nichts. Ist doch ein bisschen weiter weg, als ich dachte. Genau, nach Rorikstadt wollte ich ja auch noch. Die Ziege werden wir aber noch nicht kaufen. Vielleicht gibt es dort noch irgendwas. Da oben waren wir auch schon. Soll ich da noch hoch? Ja, gut. Meine Whisk-Begierde ist halt schon ein bisschen gefährlich. Ich könnte drauf gehen. Lieber noch kurz meditieren. Was ist denn das hier? Okay, irgendwo. Musik. Hallo, ist hier? Wieso haben wir Kampfmusik? Beschwörung auf 35, sehr gut. Ja, danke für den Killstil. Haben wir nichts mehr? Okay, hier ist eine Kreuzung.
Hier geht's nach Süden. Okay, dann haben wir den Weg gefunden, wo wir hingehen können. Also nach Süden kommen können. Gut, aber hier ist nichts mehr, scheinbar. Schade. Also folgen wir den Weg wahrscheinlich hier Richtung unsere Farm. Goldhügel. Okay, nochmals in den Woods. Da haben wir aber schon sehr viel gefunden. Okay. Da haben wir noch eine Höhle. Ist irgendwo hier? Bruchzahnhöhle. Ist nicht Bruchband, Bruchzahnpaus. Da vorne ist eine Höhle. Was wird uns da wohl erwarten? Schwierigkeiten? Oder Schätze? Ich kann mich noch nicht. Es ist einfach zu intensiv, was uns alles schon passiert ist. Dieser Welt werden wir einfach mal so zu sehr getrölt mit mega mächtigen Gegnern. Ist jetzt nicht gerade so das, was ich gedacht habe, lieber Sven. Waren wir hier auch schon? Die Ebene ist doch viel größer, als ich gedacht habe. Schon heftig. Ich glaube, hier waren wir schon. Hä? Also warst du noch nicht dabei? Kannst du es mir leider auch nicht sagen. Hä? Okay, wir schauen mal kurz. Haben wir irgendwie... Ja, wir haben Ataxi. Gut, dann Zenita, okay. Gut. Ja, hier waren wir schon. Das Buch nehmen wir noch mit. Redekunst verbessert auf 23. Aber genau dieses Buch konnten wir ja nicht lesen. Jetzt konnten wir es lesen. Okay. Und auch mitnehmen. Sehr schön. So, haben wir ein Level? Ja. Ein Level haben wir. Oh, eine grüne 33. Nochmals Magicka. Wir haben immer zu wenig Magicka. Also, was ist das? 10% bessere Preise beim Anbieterschiff. Schlecht. Oh, ein Händler, das wäre ja eigentlich gut. Oh ja, Investor. Okay, Healer, sehr wichtig. Oh. Also, Handelstalent ist natürlich schon sehr gut. Ja, aber überreden ist natürlich auch wichtig. Ja, das ist auch wichtig. Also wir müssen noch einen Punkt, glaube ich, hier hin. Oder? Aber wir haben zu wenig Redekunst, okay. Nein, nochmal Fashion. Screen. Hallo! Dankeschön. Gut. Dann sind wir bald auch reich. Wunderbar. Vielleicht werden wir natürlich auch wieder schnell arm, aber immerhin einfach mal ein bisschen mehr Geld haben. Ist das Wichtigste, was wir einfach haben müssen. Sonst werden wir bald sterben. Abnippeln. Auch wenn du eine goldene Rüstung hast. Wirklich schöne Rüstung. Aber wir könnten abnippeln. Okay, überall hat diese Hirsche. Und Hirschkühe. Interesting. So ein Morgengrauen ist alles ein bisschen düsterer. Also so ein bisschen, ja, es könnte bald jemand angreifen. Ah, jetzt haben wir den Hof erreicht. Wunderbar. Das ist noch ein Mammutskelett scheinbar. Okay, leider nur noch der Brustkorb. So, also lagen wir einfach mal ein paar Sachen, vor allem die Stäbe,
Vielleicht auch die Robben und so. Wir haben, glaube ich, keine Verzauberungstische oder Alchemietische hier drin. Oder Alchemietisch haben wir vielleicht drin. Aber wir schauen gerade mal kurz, wie weit die sind hier. Können wir die schon ernten? Wirklich? Ja, die können sie ernten. Und sie wachsen vielleicht sogar nochmals nach. Wir machen sie nicht ganz komplett kaputt. Sehr gut, wunderbar. Also Alchemie ist, glaube ich, hier drin. Sehe schon mal nicht und käfergiebig. Hier unten? Nee. Ganz oben. Hallo. Geh weg. Mann. Genau deshalb möchte ich nicht so viele Begleiter mitnehmen. Ah, teleportieren könnt ihr euch auch. Okay, sehr gut. Ja, wir haben ja die Beschwörung. Wir müssen jetzt nicht immer einen. Einfach die Frau vielleicht. Okay, wir haben nichts hier drin. Ja, gut. Also, hier haben wir was reingetan. Bücher. Nein, nicht lesen. Hallo. Herzfeuer. Notizen machen wir nicht rein. Die haben auch kein Gewicht. Okay, Krieger. Nein. Wir auch nicht. Hat ein Gewicht, okay. Unsterbliches Blut. Zombie beschwören. Gesundheit wiederherstellen. Zerrissene Seite. Okay. Aber ich möchte hier auch noch die Stäbe und so rein tun. So, die Pfeile könnte ich auch noch hier rein tun. Brauche ich ja auch nie. So, Eisendolche kann ich hier rein tun. Nordpfeile auch. Und bei sonstiges. Mal die Bahn. Amethyst können wir auch rein tun. Blöte. Goldbahn, Granatstein. So viel sortieren müssen wir jetzt noch nicht. So, diese leeren Weinflaschen mache ich auch mal rein. Papierrolle, Pferdefell. Wolfspelz. Gut, machen wir doch die feine Kleidung und so rein. Komm, machen wir einfach alles rein. Also die Totenbeschwörerrobe ist natürlich cool als die schwarze Magierrobe. Ich hoffe einfach, die Leute werden mich nicht irgendwie angreifen dann. Dann haben wir mal die schwarze Magierrobe auch rein. Vampirrobe. Waffen haben wir nichts hier. Aber der Sven müssen wir noch entschlagen. Oh. Ich bin direkt hinter euch. Was soll ich nehmen? Ja, Lederrüstung. Goldener Bogen. Goldenes Schwert.
Ich finde eben, er soll Nahkämpfer sein, deshalb keinen Bogen tragen. Also Pfeile muss er auch nicht haben. Keine Bögen für ihn. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, ich weiß. So, trotzdem die Sachen mit. Kürbis. Ziegenhorn. Winklerkleidung. So, jetzt bist du wirklich im Schlaf. Okay, das Eisenschwert kann ich auch noch mitnehmen. So. Ihr geht vor, ich folge. Ja, und ich bin sehr langsam. Wie zivil im Inventar. Okay, ja, dann tun wir mal die Sachen auch hier rein. Goldener Bogen, goldener Dolch, goldenes Schwert, Jagdbogen, Stahldolch, Stahl, Stahl, Händlerkleidung, Leder, 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 Pelz und ja, Roll des Feuersturms. Dann hier Bärenpilz, Eisenbahn, Bockel, Holzkohle, Holzzelle, Holkerzahn. Töne brauchen wir auch. Archaikium, Beifeder, Säber. Ja. Solange wir die Sachen nicht brauchen, legen wir es in die Kiste. Und wenn wir es brauchen, dann holen wir es einfach raus, aber nicht zu viel. Ziegenfell, Ziegenhorn. Jetzt haben wir wirklich alles komplett. Okay, hier oben können wir raus. Ist eine Terrasse. Gott, ich dachte, das Gelände war es nicht. Ah, schön. Hier kommt man irgendwie raus. Runter wieder? Nö. Okay. So, jetzt habe ich hier gerade etwas im Weg. Eieiei. Okay, 47. Noch 3 Minuten können wir kurz die Sachen ernten hier. Und dann gehen wir im nächsten Part noch kurz nach... Nichts tun. Nach Roigstadt. Einfach kurz die Quest, einfach sie hier das Kaufen anschauen. Und dann direkt nach Falkenring. Ich hoffe, wir kommen dann schon an, aber ich glaube ja noch nicht. Nein, ich will nur ernten. Oh Mann, wieso ist das so sensibel? Sammeln. Nichts tun. Habe ich hier irgendwas noch gehabt? Ah, super. Schön alles ernten. Wunderbar. Nein! Schlecht gemacht, richtig schlecht. Die Auswahl ist so ja, sensibel, also wenig zum wirklich auswählen. Ja, geht nicht so gut. Ah, ein Pilz. Jetzt können wir da noch mehr Blasenpilze anpflanzen. Die brauchen wir natürlich auch in hohen Mengen. Einfach für die normalen, also für die kleinen Heiltränke. Und Weizen könnten wir hier auch noch anpflanzen, denke ich mal. Ja, ist natürlich auch wichtig. Einfach, dass wir genügend Heiltränke haben. Sonst sind wir dann plötzlich out of Heiltränke. Ja, toll. Schön, dass du so schlecht scrollst. Ja, ich weiß. Ja, die schlechte Bedienung auf dem Video, das Rollenspiel einfach kaputt. Ich muss mich immer wieder äußern.
kannst einfach nicht mehr enden. Wir müssen warten. Okay. Da haben wir aber noch einen vergessen. Nein, nicht fruchtbarer Boden. Bitte. Einfach die Auswahl. Ja, eben diese Creator-Updates. Die kosten etwas und sind dann wirklich noch viel schlechter als Mods selber. Ich halte davon nichts. Also ich finde eben die Anniversary Edition wirklich diese 20 Euro niemals wert. Also eigentlich müssten sie mir 20 Euro geben, damit ich das spiele. Das Let's Play. Das ist wirklich heftig. Naja gut, jetzt mit diesem schönen Ausblick sage ich mal Dankeschön fürs Zusehen. Und freut mich, dass ihr Interesse zeigt. Jo, viel Spaß mit anderen Dingen. Tschüss.